Hallo und willkommen zurück zu Devil May Cry 4. In der Zwischenzeit, wo, ja, ich nichts aufzunehmen hatte an Devil May Cry Folgen, weil genug, habe ich mit Virgil auf Mensch mal bis zu diesem Punkt gespielt. Einfach nur um, ja, bisschen was mit Devil May Cry zu machen. Wir spielen aber weiter auf Teufelsjäger mit dem guten Nero. Und ja, nach der letzten Folge, wo wir so durchgekrampft haben. Und jetzt kommt das Interessante. Ja, in diesem Haus, ne, in diesem Schloss, ich finde mich da echt nicht zurecht. Ich habe ja die Aufnahme beendet von Devil May Cry 4 mit der letzten Folge. Und habe mir dann so gedacht, ja gut, fängt an zu rendern und alles schick und spielt's inzwischen drin dann halt mit Virgil. Mit anderen Worten, ich habe ja 10 Minuten Pause gehabt und sagen wir mal 20 Minuten, bis ich denn halt auch in dieser Mission angekommen bin mit Virgil. Ich habe den Weg nicht aus diesem Schloss gefunden. Ich habe wirklich den Weiterweg bis hierher nicht mehr gefunden. Ich bin ein absolutes Genie, was Orientierung angeht normalerweise. Aber ich finde aus diesem Haus nicht raus. super Einstieg. Ich hoffe, wir werden uns nicht verlaufen. Kostüm wählen. Wir bleiben beim Standardkostüm. And that's the situation so far. Cryo! You knew it all along! How dare you raise your voice in the presence of His Holiness? That arrogant kid possesses demonic power! Absurd! Absurd? Don't play me a fool! Is he not your subordinate? He resurrected Yamato! It's your fault! It's your responsibility! Traitor! Yes, Your Holiness. Can you apprehend this boy? If that is your wish. Though who will then track Dante? I will find Dante. You can guarantee his capture, then? Absolutely. It's good to see Your Holiness has recovered. Is she reliable? She once brought us the sword Sparta and hastened the completion of our savior. But she remains almost a stranger to us all. Which will only concern us should a situation arise. As for her identity, I have already investigated. Now, Credo, find us Nero and Yamato and bring them back to me. As you wish, Your Holiness. That menace Nero appears to be quite close to Credo's sister, Kyrie. More than once, he called out her name. Wow. Ja. Schöne Arschloch-Moves, die jetzt hier gerade vorgeführt werden. Ja. Und starten. Die Viper. Ja. Gott. Nero kriegt jetzt quasi Probleme mit Credo. Obwohl wir ja recht gut befreundet sind. Macht er uns jetzt das Leben zur Hölle. Nur weil sein Hochwürden es ihm, ja, fehlt.
Es ist ja nicht unbedingt ein Pfeil Englische, aber... Okay, noch dazu hat diese Gloria trotz des Misstrauens allen gegenüber, oder da Credo ihr vertraut und auch unser Agnes. Oh, neue Gegner. Ach, die sind harmlos. Also alleine sind wir harmlos. Hat sie, wie man es eben rausgehört hat, Spada in den Orden gebracht. Also das Schwert, was eigentlich im Besitz von Dante ist. Wie sie da rangekommen ist, ja, gute Frage. Denn Dante wird ja nicht gerade gesagt haben, hier, get it. Ne, und gibt mir im Gegenzug ein Stück Pizza. Denn in den falschen Händen kann Spada schon richtig Schaden anrichten. Und oh. Ich hasse die. Und genau deswegen. Oh, das ist so ätzend. Ich weiß, also ich... Ne, und man weiß nicht, was der Orden damit treffen will. Ich meine, sammeln scheinbar Teufelswaffen. Ein heiliger Orden, der eigentlich gegen die Teufel und Dämonen ist, sammelt Teufelswaffen. Hallo? Bin ich der Einzige, der das irgendwie verwerflich tut? Oh, das ist wieder... Ne, weil irgendwie... naja, widersprüchlich, oder? Erst Yamato, was ja in Virgils Besitz war. Jetzt zum Glück in unserem. Achso, das kann man noch einfach. Und jetzt auch noch Spada, was in Dantes Besitz war. Naja, sie werden schon wissen, was sie mit den Dingern wollen. Ach du Schande, ja, ich erinnere mich. Da gibt's auch noch eine geile Mission zu. Aua. Entschuldigung, wollte ich gegen das Mikro hauen. Ja, und genau hier ist quasi die Geheimmission. Also so ähnlich wird sie aufgebaut sein. Wohin? Du Phoenix! Ja, wir müssen
quasi in der Geheimmission tatsächlich auf diesen Plattformen kämpfen, ohne runterzufallen. Hallo? Ah. Komm ich da ran? Oder die Richtung geht vielleicht? Ne, ich muss leider mal den hier machen. Na gut. Naja. Ah gut, jetzt haben wir den Stil wieder runtergemacht. Und boom, halbes Leben weg. Das dauert noch sehr lange, das aufzuladen halt. Problem. Und somit können wir eine Plattform nach oben. Eben aber noch. Genau. Und wieder alles von vorne. Und noch dazu kommen natürlich die Mephistos wieder. Und wieder runter. Nein! Ich kann auch mal mit Devil Trigger kämpfen. Das muss man sagen, ein Devil Trigger macht unser Devil Bringer andere Moves. Also praktisch einfach andere Moves. Im Grunde das gleiche, nur auf eine verstärkte Art und Weise. Wie man's. Ja, man hat es jetzt nicht richtig gesehen. Aber er hätte eben gerade die Marionette oder die Vogelscheuche. Ich glaube, der heißt Scarecrow. Ich kann ja mal nachgucken nachher. Ja, ciao. Er hätte die Scarecrow nicht nur einmal auf den Boden geschlagen, sondern mehrfach. Oh mein Gott. Wow. Na komm her jetzt. Ja, auf die Plattform. Dann können wir. Genau. Warum ist nur einer da? War keine Ahnung. Man könnte es sogar schaffen, wenn man gut ist, von hier darüber. Mit Doppelsprung und halt den. Ja, Schwung aus der Luft. Boah, das ist auch noch eine bisschen Musik, ey. Also quasi so Jump, Jump. Und also Jump, Jump. Und damit. Damit kann man noch ein bisschen Meter schaffen. Problem ist, man muss den Pistus halt wegkriegen. Vorher.
weil man ja sonst anvisiert. Hier ist auch noch ein Kraut. Halt! Hat er was gesehen? Halt! Runter! Mit dem Orbschnitt. Ja, ich habe jetzt wieder 300.000 Orbs. Wie gesagt, ich habe ja mit Virtual gespielt. Und ich habe da halt auch ein bisschen gemetzelt. Und Virtual ist so lecker, der macht richtig Laune. Ah, hier ist die Geheimmission. Ich kann ja mal reingucken. Weil wenn die Geheimmission so, gucke ich mir zwar an, aber kommt sie ans Ziel nach. Okay. Haben wir schon auch wieder eine bestimmte Zeit. Die kenne ich gar nicht, hä? Natürlich auch die Zeit. Okay. Ah. Ei. Okay. Die Kamera ist natürlich wieder gelungen. Ah. Nein, ich stehe falsch rum. Okay. Wieder eine sehr gelungene Kameraführung, auf jeden Fall. Aber die ist eventuell sogar machbar für mich. Ich sag extra für mich, weil ich bin ja jetzt so der absolute Devil May Cry Profi. Geheimmission 5. Oh. Ne, also, wie gesagt, die Kameraführung ist wieder lecker. Na gut, gehen wir nochmal ganz unten. Oh, ma- Hä? Ich hab doch... Okay, das fand ich jetzt sehr unfair. Ich habe keinen Air-Hike benutzt, hat ihn aber auch nicht frei. Das war jetzt sehr unfair. Danke, Nero. Normalerweise kann man den Air-Hike jedes Mal nach der Plattform benutzen. Und auch wenn ich gerade, so wie jetzt eben, auf dem Gitter auf festem Boden stehe. Ich habe den Air-Hike nicht angewendet. Oh ja, logisch. So. Seht ihr, ist machbar. Sogar für mich. Also sollte jeder andere das auch können. Hier noch was? Alter, auf die Brücke? Einfach so. Aus, bitte. Klasse? Okay. Und mit dem Wasserfall ist doch immer was. Okay. Außer in einem mystischen Wald auf einer geheimnisvollen Insel. Da gibt es natürlich keine
Geheimnisse hinter Wasserfall. Naja, wobei Geheimnisse hinter Wasserfall. Dieser ganze Wald liegt hinter einem Wasserfall. Hallo, Schaltungsbarriere. Na. Und am besten immer die blöden Chimären, so heißen die, killen, bevor sie in Kontakt. Bevor sie in Kontakt mit den Scarecrows oder sonst was kommt. Okay. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, hier haut doch noch einer rum. Ei! Schnell kaputt machen. Oder man kann natürlich auch anfangen, die Scarecrows zu zerstören, bevor man sich halt den Chimären annimmt. Das ist alles machbar, wie man halt lustig ist, ne? Also. Aber ich habe jetzt eigentlich schon mit einem anderen Gegner gerechnet gerade. Nicht mit den Scarecrows und den Chimären. Das ist irgendwie immer komisch. Und Devil May Cry 2, der Teil, den ich eigentlich, ja doch, den habe ich am meisten gespielt, kriege ich die Gegnernamen nicht auf die Kette. Die Teile, die ich jetzt so wie Devil May Cry 4 vielleicht, keine Ahnung, 10 Mal gespielt habe, habe ich die Namen auf der Kette von einmal kurz lesen und allem. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil sie wirklich ja einfach sind und nicht irgendwie wie dieser Magistriat, keine Ahnung was. Also dieser Dreikopf. Oh, man selbst seine finstere Mauer blockiert den Weg. Nur ein unglaublich starker Schlag kann ihn einreißen. Okay, dann geben wir mal den starken Schlag. Bam, bam. Ja, na. Das Problem an den Viechern ist auch, andere Gegner haben ja Probleme, wenn sie geschlagen werden. Ne? Also dann unterbrechen sie meistens ihre Angriffe. Die allerdings, also die Chimären, interessiert es nicht. Weil man haut ja praktisch und ihren Wirt. Ja, wie Viper.
ich mag Schlangen. Wirklich. Aber wie es dann hier jetzt weitergeht, nächste Folge. Tut mir leid. Bis dann. Macht's gut. Bye bye. What'd you say? Ach, halt die Klappe.